paar Mobilfunk-Discount-Verträge. Was will denn die Bahn von uns? Mit fast 50.000 Angestellten sind wir einer der größten Arbeitgeber des Landes. Außerdem muss unsere Personalabteilung jedes Jahr viele tausend Bewerbungen abarbeiten, vom Lehrling bis zum Abteilungsleiter. Wir brauchen ein paar Background-Informationen über unsere aktuellen und zukünftigen Angestellten, damit wir die schwarzen Schafe schnell aussortieren können. Krankenversicherung. Unsere Krankenversicherung wollen viele. Ist schon nützlich im Fall der Fälle, nicht nur für die Älteren. Aber manche Krankheiten kommen uns wirklich teuer. Bevor wir jemanden neu aufnehmen, brauchen wir unbedingt Infos über Vorerkrankungen und Risikofaktoren. Erst dann können wir entscheiden, wie teuer die Prämie wird und ob wir jemanden überhaupt aufnehmen. Okay, das machen wir jetzt erstmal, um ein bisschen Geld zu bekommen, denn jetzt geben wir gleich wieder was auf, weil man muss natürlich Geld ausgeben, um Neues zu akquirieren. Also bauen wir jetzt mal die Single-Börse aus. Also, Technik. Damit sich deine User nicht langweilen brauchen, braucht es ein paar völlig neue Ideen und technische Spielereien. Verkaufen wir natürlich. 9000 Profile und plus 20 Euro Aufladung oder Geld. Ist ja international. Könnte ja auch Pfund oder Dollar sein. Oder Pesos. Wenn du genügend Profile gesammelt hast, kannst du beginnen mit Mitgliederbeiträgen abzucashen. Außerdem kannst du durch die Zahlung zu absolut zuverlässigen Namen und Adressen kommst natürlich. Vorname, Nachname, Adresse und Wohnort. Bringt natürlich ein bisschen Risiko und du musst mehr Geld bezahlen. Nein! Das Geld im Auge behalten sollen. Okay. Ist die da Unternehmen? Gut. Schnell. Deal starten, Deal starten, Deal starten. Reicht auch schon. Single-Börse, Ausbau. Kostet 2,4. Ja, passt. Gut, jetzt gehen wir mal in die Datenbank und integrieren wieder. 13.000 und 1.000 verbessert. Also für euch wird, also ich hoffe mal. Also mein Plan ist es, im Hintergrund leise Musik einzuspielen. Ich weiß noch nicht, was für welche oder wo ich sie herbekomme. Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein paar Seiten gibt, die komplett free Musik anbieten. Die werde ich auf jeden Fall mal ins Auge fassen, denn momentan ist die Demo, genauso wie die Closed Beta, noch ohne Musik. Das ist auch in Planung, wird auch garantiert umgesetzt, nur momentan nicht. Also warum habe ich einen Psychotest? Ja, Multitasking und so. Ist natürlich momentan noch nicht umgesetzt. Ja, ist auch noch auf der To-Do-Liste. Und das Projekt wurde, kann ich auch noch gerade erzählen, wenn ich hier wieder ein bisschen Geld abcashe und Leute um ihre Mobilfunkverträge bringe oder ihre zukünftige, wurde über Kickstarter finanziert. Mit 50.000 Dollar. Ja, muss ja. Ja, haben halt Leute dann gespendet oder unterstützt. Ja, Spende ist ja relativ. Was aber eine sehr knappe Sache war. So, integrieren wir mal wieder, das passt so gerade. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich dann hier Schnitte mache. Das gehört zwar zum Spiel dabei, dazu. Aber jetzt so eine halbe Stunde warten. So. Steht denn hier, wie lange das dauert, bis es auflädt? Nee, natürlich nicht. Also wir brauchen jetzt hier, dafür brauchen wir natürlich auch Energie. Das wird momentan auch gerade noch ein bisschen angepasst. Für die starten auch. Ja, dann gucke ich jetzt mal, wie lange das dauert. Entweder haben wir jetzt gleich einen kleinen Schnitt hier drin. Ich warte auf jeden Fall irgendwie bis 10 Energie. Oder, warten mal, aber ich glaube, ja doch, das geht relativ schnell. Also ich werde jetzt erstmal zeigen, wie lange das dauert, einfach damit ihr ein Verhältnis habt schon mal. Um Zahlen zu nennen, momentan bei der Closed Beta sind das pro Energie 2 Minuten, das geht hier noch ein bisschen schneller. Aber ist ja klar, das kann man dort speichern und dann ruft man das eine halbe Stunde oder so nochmal auf. Oder es gibt mittlerweile dann auch relativ größere Firmen, ne, nicht Firmennetz, kann man sehen, ja, Tauschbörsen als Beispiel. Da hat man dann 24 Stunden Wartezeit oder sogar, nee, Moment, das waren 3 Tage. 3 Tage Wartezeit. Dafür kriegt man auch viele Daten und man muss halt nicht mehr nachher jeden Tag, oder doch jeden Tag kann man dann rein, aber nicht mehr
ununterbrochen oder einmal in einer Stunde. Das ist dann wie bei normalen Browser-Games oder so anderen kleinen Casual-Games dann halt nach und nach die Zeit verlängert. Und somit dann halt auch wirklich über längere Zeit immer mal wieder kurz reingehen. Und dann ist nicht so dieses ewig lange Spiel, weiß nicht, wie zum Beispiel die Guild, was ich ja noch Let's Player oder andere Spiele. Okay, wir haben schon mal 8, gleich haben wir 9. Ja, geht eigentlich relativ fix. Ach, jetzt haben wir gerade ein Level Up, das ist schön, deswegen liebe ich hier Level Ups, da kriegt man die ganze Energie wieder voll. Gut. Partnerbörse. Ausbau. Kann ich noch nicht. Dun, dun, dun. Ja, also ihr könnt ja auch mal, ich habe ja gerade erzählt von meinem Fall mit den Gewinnspielen, ob ihr schon mal so einen Fall hattet, wo ihr gemerkt habt, wie haben die meine Daten bekommen? Also wenn ihr da ein paar Sachen, interessiert mich auch selber, weil da kann man ja selber von lernen. Ich bin jetzt persönlich nicht der Fan von, ach, schreibt's mal in die Kommentare. So bei Themen, wo du nur denkst, ja, aber ich glaube, in dem Fall kann man das mal machen, einfach so sammeln und überlegen, gibt's denn da was? Also bei mir komme ich jetzt gerade nur auf die Gewinnspiele, ansonsten weiß ich nicht, obwohl die Entwickler, ich habe auch ein paar Sachen natürlich verfolgt, da ich das Spiel sehr, sehr interessant finde, haben auch erzählt, die haben jetzt viele dieser Sachen hier, wie zum Beispiel Hack in dieser Computerfirma, was mich gerade an Sony erinnerte, oder andere Sachen, die haben natürlich übertrieben, das waren damals, als sie das programmiert haben, Utopien, oder besser gesagt, Moment, was war das Gegenteil von Utopien? Komme ich gerade nicht drauf, also Gegenteil, so eine negative, schreckliche Zukunft oder Traum wahrscheinlich, ja, ist besser übersetzt. Und die haben gesagt, das sind teilweise wirklich wahr geworden. Auch so Sachen, wo sie sagt, das ist nie möglich. Zwar nicht in dieser Größe, dass es dann einer, irgendeine Firma dahinter steht, der das, die das sammelt. Aber dann halt schon in verschiedenen kleineren Sachen, wo man auch dachte, wow. Und das fand ich dann doch auch interessant. Also fällt jetzt gerade auch nur die Sache mit dem Computerspiel ein. Ja, Gewinnspiele und so ist ja klar, Partnerbörsen auch, da wird ja auch eine Menge Sachen gesammelt, aber es kommen jetzt auch gleich noch ein paar neue Sachen dazu. Und was man auch sagen muss, hier steht ja gerade nur dieser eine Server mit Datenbank drunter. Ja, da kommen dann wirklich noch später komplette, also es geht dann nicht um einen Server drumherum, sondern um Städte, also man gründet quasi einzelne Abteilungen. Also sowas wie Wien, klar, ist ja der Sitz der Spieleentwickler, aber zu New York, London, Paris, Shanghai, auf jeden Fall so größere Städte, die dann halt wiederum neue Leute haben, die dann als Verbindung dienen und neue Infos sammeln und neue Märkte eröffnen quasi. So, das kostet nur eins. Ah, 12 XP brauchen wir noch für ein Level Up. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bis zu welchem Level es geht hier gerade. Bin noch ein bisschen verwirrt, also ein bisschen unschlüssig, weil ich noch im Kopf habe. Also ich habe die Demo natürlich auch vor Monaten gespielt. Klaus Beta geht gerade bis Level 20. Danach braucht man 66.666.666 EP. Ich glaube, die hat auch noch keiner fertig. Also ich tue mich momentan ein bisschen schwer mit Close Beta spielen. Also ihr könnt die gerne antesten, da müsst ihr ich glaube einfach nur, also auf der Website steht es auch mal beschrieben. Ich kann vielleicht nochmal in die Beschreibung reinschreiben, wie ihr zur Close Beta kommt. Braucht da halt einen Key für. Also ich persönlich habe mich ziemlich spät erst registriert, also probiert einfach mal, vielleicht kommt ihr relativ schnell an den Key und könnt dann loslegen. Einfach mal testen. Vielleicht findet ihr noch ein paar Bugs und könnt das dann auf Facebook bei den Entwicklern oder bei den auf die E-Mail-Adresse schicken. Also ich persönlich hatte relativ Glück. Ich hatte 2, 3 Bugs mit diesem Ein-Log-Bug. Ah ne, 4. Ein Aus-Log-Bug am Anfang, den Ein-Log-Bug besser gesagt. Und später dann noch den Bug mit
mit der Energieaufladung. Aber das war bei mir dann immer, wenn ich es gesehen habe, auch hat verschaut, dass schon jemand in die Kommentare geschrieben. Also das war, ja. Gut, war ziemlich schnell, aber ich war auch relativ spät erst dran. Also ich kam in der zweiten großen Welle dran, weil ich so spät dran war. Aber mittlerweile gibt es schon viele Tester und. Und mal gucken, wann neuer Content draufkommt, aber bis dahin müssen halt alle Bugs gefixt werden. Das ist auch der Stil der Entwickler, was ich sehr lobe. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ah, Level Up. Kommen jetzt Infos? Nee. Okay. Nicht, dass ich mich hier vertue, das kommen keine Infos mehr. Sehr grausam, aber ich glaube nicht. So, bisschen neue Sachen hier. Aber wir können auf jeden Fall ausbauen. Mit dem Ausbauen kann man natürlich auch ganz neue Datenarten bekommen. Ich weiß gar nicht, durch Team kann man mehr bekommen, durch Werbung. Ja, bauen wir einfach da mal aus und sehen. TV-Spot. Ja, 17.000 Profile bekommt man mehr und sogar ein Risiko weniger. Dafür muss man natürlich 70 Dollar in dem Fall mehr aufladen, aber gut. Ach, das ist ja Dollar. Guten Morgen. Werbespots für Fernsehen sind nicht ganz billig zu drehen, dafür umso effektiver. Eine richtig schlechte Pointe ist dabei besonders wichtig. Matura-Reisen, also Abiturreisen. 5.000 Profile minus ein Risiko und 20 Dollar Aufladung. Massenmaturreisen nach Griechenland sind kein Kindergeburtstag und darum das optimale Umfeld, um ein paar tausend Delirium-Profile abzuschleppen. Herrlich. Single Party. 8.000 Profile minus ein Risiko und 30 Aufladen. Regelmäßige Single Partys geben deinen Usern die gewisse soziale Wärme und gehören zum absoluten Pflichtprogramm für deine Partnerbörse. Baumeister. 3.000 Profile minus ein Risiko und 40 Aufladung. Mensch, wird immer teurer. Kauf dir einen Profi und lass ihn für dich werben. Baumeister sind hierzulande eine besondere Spezialität. Achtung, nicht für jeden Zweck geeignet. Ich frage mich, auf wen das zugeschnitten ist. So Baumeister. Also sie haben natürlich schon so ein bisschen geguckt. Ah, was gibt's in der Realität? Ach, wir sind gerade... Ha, Proteste gegen Datenmissbrauch. Du hast ein kleines Problem. Eine Gruppe von unverbesserlichen Datenschützerinnen, oh Gott, gibt's die immer noch, hat die Bevölkerung erfolgreich gegen dich aufgehetzt. Du bist wohl etwas leichtsinnig geworden und warst gar zu riskant unterwegs in letzter Zeit. Wahrscheinlich hast du bei deinen Projekten zu wenig in Werbung investiert. Eine kleine Kampagne zur Förderung deines Images kostet dich zwar ein paar Mäuse, du bekommst dafür was. Du bekommst aber kaum daran. Du kommst aber kaum daran vorbei. War mir gerade irgendwie zu bildlich. Schließlich willst du nicht hinter Gittern landen. Ja, zahlen wir natürlich. Nochmal ein kleiner Vergleich zu später. Kann man natürlich, hier oben gibt es nochmal ein Feld, haben da verschiedene Arten von Werbung, von eine Untersuchung wissenschaftlicher Art, die dann sagt, dass du super bist, bis zu Werbekampagnen normal über Fernsehen und Co. bis hin zu irgendeinem Militärvertreter, der dann dich lobt, ist da alles vertreten für verschiedene Geldsäcke natürlich. Wie teuer ist das denn? 370 Euro geht ja noch. Was? Kein Geld? Nein! Okay, integrieren wir mal wieder. Okay, die wird auch keine neuen Projekte. Doch, besuchte, neue Sachen, besuchte Schule. Gönndinger, okay. Psychotest, nein, ich warte auf Single-Börsen-Teil, da wird nämlich vieles Neues sein, ja. Politische Einstellung, beziehungsweise Status, sexuelle Orientierung, Alter beim ersten Mal, Vornamen, E-Mail, Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, das könnt ihr eigentlich auch vorlesen. Interessant, was man aus dem einen Ding alles rausholen kann. Ja, der Vorteilsclub bringt Nachname, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Ernährungsverhalten, Konsum, Vorname und E-Mail. Kann man natürlich noch interessante Sachen draus schließen. So, da sollte ich jetzt nochmal ein paar Verträge hier an Land ziehen. Wie man sieht, das bringt uns dann auch mehr Geld, wenn wir hier mehr grüne Sachen haben. Hier so Einkommen, Schulden und Kredite, das brauchen wir alles. Dann können unsere Kunden besser auswählen, auslieben. Also man muss natürlich sagen, wir sind jetzt hier, bei uns sind natürlich die Unternehmen die Kunden und die Daten sind natürlich unsere, ja, Ware, ne? Also, deswegen müssen wir unser Schäfchen hier ein bisschen ausnehmen, um die Wölfe zu füttern.
Naja, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber irgendwo ist man ja auch ein bisschen für seine eigenen Daten verantwortlich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier gerade so ein Datenimperium lenke.